So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt nochmal die Theaterkarte und nachher werde ich euch auch zeigen, wie man die ganze Karte herstellt. Meine Karte ist verschlossen mit einem Magneten. Hier haben wir das eine Teil, hier unten drunter das andere. Man sieht es so ein bisschen in der Spiegelung. Man kann aber die Karte, wenn man jetzt keine Magneten hat, auch mit einer Banderole verschließen. Die könnt ihr dann hier einfach auf- und abmachen. Den Magneten hier drüben könnte man auch noch verstecken. Dieses Teil, was ihr hier seht, ist ja einfach die Ausstanzung von meinem Fenster. Man könnte das Designerpapier hier erstmal nur außen ankleben, sodass man das Mittelteil mit sozusagen losem Papier ausstanzt und dann könnte man den Magneten runterkleben und das Papier am Außenrand festkleben. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man den jetzt sieht. Diese beiden Deko-Elemente habe ich aufgeklebt, weil wir hier den Rand von unserem Vorhang haben. Das fand ich jetzt nicht so schön und so fällt er eigentlich gar nicht weiter auf, es sei denn, man guckt runter. Wichtig ist, dass die Vorhangstücken sich überlappen, sonst würde die Karte sich nämlich verhaken, wenn man sie zuschiebt. Und ja, auch die Deko-Elemente hatte ich angebracht, weil ich ursprünglich ein größeres Stück Designerpapier ausgeschnitten hatte. Ich wollte das hier mit runterschieben, habe dann aber gesehen, das guckt dann hier vor. Also hier sehen wir auch noch so einen kleinen Kleberest. Deswegen habe ich dann diese Sachen hier mit aufgeklebt, weil ich keine Lust hatte, die ganze Karte nochmal zu machen. Hier an den Seiten kann man natürlich auch einfach Farbkarton in Uni reinkleben oder den Untergrundkarton lassen. Hier könnte man ja auch noch etwas reinschreiben, wenn man dort ein paar mehr Wünsche hat. Und gestalten kann man die Karte sowieso mit allen möglichen Formen. Man muss halt nur gucken, dass das hier in der Mitte dann passt. So, ihr Lieben, hier kommt nun die Anleitung für die Theaterkarte. Theaterkarte deswegen, weil, wie mein Mann findet, hier quasi der Vorhang auf und zu geht und das halt aussieht wie im Theater. Ich hatte schon eine halbe Stunde überlegt, wie nenne ich denn das gute Stück? Fensterkarte, Schiebekarte, hört sich alles nicht so wahnsinnig toll und interessant an. Habe die Karte dann meinem Mann gezeigt und sagte, Mensch, sag mal, wie kann man das Teil denn nennen? Ich komme ja auf keinen ordentlichen Namen und wie aus der Pistole geschossen kam, na Theaterkarte, guck doch mal, da geht der Vorhang auf und zu. Also ich habe einen neuen Mitarbeiter des Monats und für neue Sachen werde ich jetzt immer ihn fragen, wie man das Ganze nennen kann. Aber kommen wir erstmal zu den Grundlagen. Ich habe diesmal mich entschieden für Farbkarton in Schiefergrau. Ich möchte mit dem neuen Papier Blütenpracht arbeiten, das ist das schöne Rosenpapier und die gleiche Karte wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Wir brauchen also ein Stück Farbkarton in Schiefergrau für die Grundkarte, 28 cm x 14 cm, gefalzt bei 7 cm von jeder Seite. Dafür dann auch gleich ein bisschen Dekorationspapier, das habe ich immer 2 mm kleiner geschnitten als die Form hier ist. Man kann das natürlich auch 3 mm kleiner schneiden oder 5 mm, je nachdem, wie ihr es mögt mit den Rändern. Einmal komplett für innen und auch für die Seitenteile außen. Dann das Mittelstück der Karte mache ich diesmal auch mit Schiefergrau. Darauf kommt Blütenrosa und darauf dieser schöne Rahmen, der auch in dem Papier Blütenpracht mit enthalten ist. Und wenn wir dann nachher sehen, wenn das ausgestanzt ist, passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Die Vorhänge sind aus Blütenrosa. Dann haben wir auch, die brauchen wir zweimal, 10,5 x 11,5 cm gefalzt auf der rechten Seite vom Falz, vom Papierschneider bei 1,2 cm. Natürlich beide Seiten. Dann brauchen wir noch die Banderole oder einfach diesen Rand, den ich auch um die Karte habe, den ich aufgeklebt habe. Da habe ich einfach von einem Stück Farbkarton der Länge nach etwas weggeschnitten. Ihr habt ja, wenn ihr die Karte auf 28 x 14 cm zuschneidet, ist ja ein Rest da. Den könnt ihr da gleich verwenden. Meins ist jetzt 3 cm dick. Ich klebe das immer erst am Ende. Wenn die Karte fertig ist, knicke ich mir das hier rum, damit das dann auch richtig passt. Und klebe das dann fest oder ihr klebt es nicht fest, wenn ihr es als Banderole machen wollt. Und für den Spruch hinter dem Fenster habe ich mir einfach ein Stück grauen Restkarton genommen. Und da kann man dann was draufstempeln oder man macht halt einfach ein Foto rein. Oder ich habe auch schon überlegt, wenn man die Karte jetzt so ein bisschen 3D-mäßig machen würde, könnte man vielleicht auch einen Teebeutel dahinter machen. Dann würde nämlich zum Beispiel hier dieser Spruch, den ich hier habe, gönn dir eine Auszeit, auch ganz gut passen. Ich falze jetzt erstmal
meine Karte ordentlich fest, damit die dann auch schon so ein bisschen wie von alleine hält und ich auch weiß, wo ich alles anlegen muss. Hier auch, falls das Schneidebrett hier so einen kleinen Rand hinterlassen hat, den kann man dann gleich mal ein bisschen wegstreichen. Dann werden die Vorhänge gefalzt. Beim Falzen kriegt ihr eine schönere Falzkante, wenn ihr sozusagen dieses, was ihr hier reingedrückt habt, nach außen nehmt. So, jetzt legt ihr eure Vorhangstücken auf eurer Karte schon mal an. Die müssen ja dann so kleben, dass sie hier quasi neben diesem Falz liegen. Ich klebe mir die so ein bisschen fest. Denn wir müssen jetzt sozusagen unsere Mitte finden. Nämlich das Teil, wo der Vorhang in der Mitte überlappt. Soll ja alles gut zusammenpassen. Wenn man jetzt dort einfach nur so ein Viereck hat, ist das nicht ganz so schwierig. Aber wenn man jetzt eine Form hat, die so ein bisschen, wo das wirklich passen muss, dann müssen wir das gut vorbereiten. So, jetzt messt ihr hier die Mitte aus. Unser Mittelstück ist ja 14 cm groß oder breit, also ist bei 7 cm jetzt die Mitte. Das zeichne ich mir hier an, von beiden Seiten, auch bei dem unteren Stück. Das hier können wir ja jetzt schon mal wegnehmen. Sieben Zentimeter. Ist hier gleich ein Stück von dem Papier mit abgegangen, aber dadurch, dass mein Dekopapier so knapp am Rand ist, wird das hoffentlich nachher nicht auffallen. Ach, und hier geht es gleich weiter, also das muss definitiv nach innen. Dann muss ich mir hier das Ganze nochmal auf die andere Seite übertragen, damit das dann auch passt. Obwohl, das sieht man ja hier oben sowieso nicht, das ist unten runter. Jetzt wird mit einem ganz dünnen Bleistiftstrich verbindet ihr jetzt diese beiden Punkte. Denn dadurch, dass ich diese Sinlets mit der Stickkante verwende, kann ich dann nicht die Rückseite benutzen. Ich muss also die Seite benutzen, wo ich mir das hier aufzeichnen, deswegen malt euch den Strich bitte ganz dünn auf, damit ihr den nachher wegradieren könnt. So, die Mitte habe ich mir angezeichnet. Vorsichtig das Washi-Tape abziehen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt könnt ihr schon mal das Designerpapier aufkleben. Papier Blütenpracht. Nachdem ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ist ja jetzt nicht wirklich meins. Aber nachdem ich das jetzt hier habe, finde ich das wirklich schön. Vor allen Dingen auch die Rückseiten sind hier gut zu verwenden. Das finde ich eine richtig tolle Struktur sozusagen. Ein richtig tolles Bild. Ist nicht so aufdringlich. Kann man gut für Kartenhintergründe benutzen. Schauen, dass die Ränder hier gleichmäßig sind, dass nichts schief wird. So, dann haben wir ja auch unser Mittelteil. Das können wir jetzt erstmal beiseite legen. Das Äußere klebe ich nachher auf.
Dann nehmen wir unser Mittelteil. Auch das wird aufgeklebt. So, als nächstes lege ich mir jetzt mein Fenster auf die Schneide, also auf die Bastelunterlage. Da kann ich nämlich schön die Mitte finden. Ich habe das jetzt hier so ausgerichtet, dass das genau die Mitte ist. Und dann habe ich für mich habe dann einfach einen besseren Blick, dass das hier auch tatsächlich passt. Gucke hier links und rechts, dass das alles stimmt. Und dann schneide ich. Natürlich schauen, dass jetzt hier nichts mehr verschiebt. So, jetzt seht ihr hier das ausgestanzte Teil. So, mein Fenster habe ich jetzt ausgestanzt. Da ich jetzt keine Lust habe, nochmal genau zu gucken, wie kriege ich das jetzt da drunter, habe ich mir einfach von diesem unteren Fenster quasi hier einen Rahmen geschnitten. Habe hier mit dem Papierschneider mit einem Zentimeter jeweils den Rand, einen Rand mir sozusagen geschnitten und klebe das einfach hier drunter. Fällt ja nicht auf, nach unten sieht ja keiner. Das können wir jetzt hier ankleben. Schon haben wir unser Mittelteil fertig. Können wir schauen, wie es aussieht. Ich finde, das passt sehr gut hier rein. So, jetzt wird es wieder ein kleines bisschen schwierig, denn jetzt müssen wir schauen, wie wir unsere Vorhänge fertig machen. Ich habe mir dazu, als ich die erste Karte gemacht habe, gleich mal so eine Art Vorlage erstellt. Ich lege, wenn ich etwas ganz genau ausrichten muss, gerne so einfach so ein dünnes Stück Papier mit auf die Big Shot Unterlage. Dann habe ich es nämlich für mich einfach leichter, etwas ganz gerade auszurichten. Mein Kartstock lag hier an, natürlich genau vermittelt. Und hier sind die Teile von der Stanzschablone. Die zwei Ausbuchtungen und die Spitze müssen also genau dorthin kommen. Und genau so lege ich meinen Kartstock jetzt auch hier wieder an. Genau an die Bleistiftmarkierungen und das Thinlit oder Framelit kommt dann hier hin. Man kann schön gucken, wo man die Spitze hat. Das funktioniert dann ganz gut. Wer will, kann sich das ankleben. Ich hoffe, dass ich so rüber transferiert bekomme. Ich hätte mir hier gleich die Magnetunterlage drunter legen sollen. So, das erste Teil ist fertig. Beim zweiten zeige ich euch das jetzt gleich mal mit Unterlage. Ich habe also hier immer noch meine Vorlage, lege hier das Papier, das ich gestanzt haben möchte, genau passend an, die Schablone drauf oder das Thinlit drauf. Schöner macht sich es natürlich mit einer ganz geraden Unterlage, aber ich kann ja jetzt nicht für jedes Mal stanzen eine neue Acrylplatte benutzen, also muss das so gehen. Wird gut angelegt. Durch die Magnetplatte verschiebt sich das dann auch nicht mehr und wir brauchen jetzt da nicht noch irgendwie was ankleben. So, Deckel drauf, sage ich immer zu meinen AG-Kindern. So, beide Teile sind ausgestanzt. Jetzt kommt der große Moment, da schauen wir mal, ob es tatsächlich passt. Ich lege mir das hier mal so an, klappe um, könnte das jetzt wieder festkleben. Lege das an, klappe um und siehe da, es funktioniert. Jetzt habe ich hier so einen Dreckfleck drauf. Ich hoffe, dass der überdeckt wird vom Rahmen. Ansonsten müssen wir da eben wieder was drüber kleben. Aber ich glaube, das passt. Ja, gut. Dann radieren wir jetzt hier die Bleistiftstriche weg, denn die wollen wir tatsächlich nicht sehen. Und je dünner ihr die gemacht habt, umso besser gehen sie weg. Und jetzt seht ihr auch, warum wir die auf der Vorderseite markieren mussten, weil hier hinten ist nämlich das Schnittbild natürlich nicht so schön. So, jetzt muss ich mich langsam beeilen. Die Sonne kommt raus. Ich bin ja mit meinem neuen Bastelraum nach Süden gezogen. Und mit den angekündigten 34 Grad muss ich eigentlich zusehen, dass ich hier ganz, ganz, ganz schnell die Jalousien runter mache. Ich habe nämlich noch kein richtiges Licht und mein
Fotoaufbau sieht hier auch sehr abenteuerlich aus. Dazu mache ich euch nachher mal ein Foto. Ich habe hier auf der linken Seite von meinem iPad etwas aufgestapelt und auf der rechten Seite steht eigentlich ein Stativ. Ihr seht da so ein Stückchen Fuß, auf das das Ding aufgelegt ist. Also ein irgendwas rütteln und ratteln sollte jetzt hier nicht, sonst fliegt das Ganze runter. So, jetzt wird aufgeklebt. Wir fangen mit einer Seite an. Ich fange hier mal mit links an. Kleber drauf. Das soll ja auch gut halten. Sieh zu, dass er hier die Mitte findet und ich klebe das hier so ein bisschen an den Rand vom Dekopapier und vermittle das so ein bisschen. Hoffe, dass das passt. Und das zweite gleiche ich dann an. Dazu klappe ich das hier schon mal um, damit ich das dann relativ schnell zusammenschieben kann. Auch hier schaue ich, dass die Mitte ist. Man kann sich das natürlich auch ausmessen und markieren. Wir sehen, ein bisschen höher muss ich noch. So, jetzt habe ich es perfekt. Wir sehen, wenn die Karte offen ist, sieht man hier nichts, dass irgendwo etwas absteht und etwas vorguckt. Dann ist es wichtig, dass ihr jetzt euer Guckfenster erst einmal nur oben anklebt. Und auch nur mit einem dünnen Streifen, damit diese Vorhänge hier unten genügend Platz haben, sich zu bewegen. Auch hier wird wieder schön vermittelt. Oben sollte ein bisschen Designerpapier vorgucken, unten auch, je nachdem, wie groß ihr das gemacht habt, wie groß ihr das geschnitten habt. Und dann wird das oben angeklebt. Wenn ihr jetzt hier etwas drunter machen wollt, also wäre jetzt die Chance dazu, ihr könnt jetzt hier etwas aufstempeln oder ihr legt ein Foto drunter. Das sollte vielleicht noch ein bisschen trocknen. Ich mache dann hier einfach nur ein, zwei, drei Kleckse Kleber drunter, schiebe das hier hin und dann schiebe ich das so hin, wie es sein muss und klebe es fest. Dann klebt ihr die Unterseite auch wieder mit einem ganz schmalen Streifen fest und dann ist eure Karte innen eigentlich schon fertig. Ihr seht, es funktioniert. Man kann das Ganze auf- und zuschieben. Für die Außenseite, hier wird jetzt das Dekopapier aufgeklebt. Und dann nehme ich die Banderole, lege mir wieder meine Karte hier gut an, dass ich sehe, die liegt gerade. Lege auch die Banderole gerade hin. Kann man ja hier auch gut anlegen. Alles passt. Knicke mir die hier um. Hier passt es aus Versehen sogar sofort. Knicke mir das hier um. Dann sehe ich, das muss ich noch wegschneiden. Muss ich jetzt aber auch nicht zwingend machen. Das könnte zum Beispiel auch hier drunter geklebt werden, wenn man die Karte dann, wenn man das Ganze umdreht. Dann kommt dieses Dekoteil hier drauf. Hier könnt ihr eigentlich sogar sofort was reinstempeln oder man macht es eben auch ein bisschen aufwendiger, wie ich das hier gemacht habe, noch mit zusätzlichen Accessoires und ein bisschen Glitzer und ein bisschen Glimmer. Magnet käme hier ran und da drunter und dann seid ihr eigentlich schon fertig.